Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr vielleicht heute schon gesehen habt, kommt heute mal wieder ein Do-It-Yourself von mir. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr ganz einfach und schnell ein Parfüm in Lippenbalm-Format machen könnt. Und wirklich, es ist ein mega leichtes Do-It-Yourself, das kriegt garantiert jeder von euch hin. Und es ist so wirksam und ja, schaut es euch an, macht es nach und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Also diese Sachen, die ihr hier jetzt seht, beziehungsweise ich habe sie euch hingeschrieben, braucht ihr dazu. Und ja, ich denke mal, diese Sachen hat wirklich jeder daheim. Zuerst braucht ihr euren farblosen Lipbalm und müsst ihn einfach so am Ende abschneiden. Und ja, ich weiß, der Schritt tut wirklich weh. Nehmt da jetzt gleich so eine Messerspitze und hüllt da wirklich alles raus, dass da so alles rauskommt. Und ja, dann wascht ihr am besten euren leeren Lippbalm mal aus. Dann nehmt ihr euren farbigen Lippbalm und schneidet dann auch so ein gutes halbes Stück ungefähr davon ab und tut es dann in euren Tasse rein. Dann nehmt ihr euer Rouge und kratzt davon ein bisschen ab, aber nicht zu viel. Und ja, gebt es dann auch in die Tasse. Euer Lippbalm ist jetzt hoffentlich auch ausgewaschen. Und dann gebt ihr alles in eure Tasse. Und dann lasst das Ganze 30 bis 50 Sekunden lang in der Mikrowelle schmelzen. Nach dem Schmelzen nehmt ihr euer Parfüm und gebt ca. 20 bis 30 Spritzer in die Mischung. Und so füllt ihr das dann auf und ja, es gibt eine Sauerei. Nach dem Abfüllen müsste das dann ungefähr so aussehen. Dann gebt ihr euren Deckel dann halt so drauf und ja, fertig. Dann gebt ihr es circa 2 Stunden in den Kühlschrank und jetzt heißt es abwarten. So, nach 2 Stunden könnt ihr euren Lippbalm wieder herausnehmen und jetzt heißt es aufmachen. Bei mir ist er wirklich erstaunlich gerade geworden. Jetzt zum Dekorieren eures Lippbalms. Das müsst ihr natürlich nicht machen, also nur falls ihr wollt. Da schreibt ihr euch auf so einen Zettel, ja, Parfüm drauf, dass ihr es auch nicht so verwechselt und so. Dann nehmt ihr so Flüssigkleber und klebt es dann einfach Lipbalm und am besten mit Washi-Tape oder so verzieren. So, also das war jetzt mein Do-It-Yourself zu meinem festen Parfüm in Lippbalm-Format. Und es ist wirklich so einfach, Leute. Und ich liebe es wirklich. Und ja, also bei mir sieht es jetzt so aus. Ich habe jetzt hier zum Schluss noch ein paar Sticker oder so draufgeklebt, ein bisschen verschönert. Und also man kann das ganz einfach wie ein Lippbalm rausziehen. Ist irgendwie logisch. Das ist ja der Sinn und Sache. Und man kann es einfach viel besser mitnehmen als so ein mega fettes Parfüm. Und dass man den Vergleich mal sieht. Und ich trage das jetzt mal hier auf meine Hand auf. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es glitzert sehr schön. Vor allem, wenn man das hier an Hals oder so tut, ist es eigentlich sehr ein schöner Akzent, sag ich mal. Und dieser Geruch, also ich rieche es auch, wenn ich jetzt nicht gerade hier so meine Hand vor die Nase tue. Man riecht es wirklich sehr stark. Ich habe jetzt so um die 25 Spritzer reingetan. Ja, je mal wie. Mal mehr, mal weniger, aber wirklich, man riecht es sehr intensiv und ich denke mal, Leute, die an mir vorbeigehen oder so, die werden es auch ziemlich gut riechen und es ist eine sehr tolle Sache, klein, perfekt und ihr braucht gar nicht viel dazu. Und ja, ich hoffe, das Do-It-Yourself hat euch jetzt dazu gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich würde es jederzeit mal wieder nachmachen. Und ja, falls ihr das Do-It-Yourself irgendwie nachmacht oder so, dann postet doch bitte ein Bild auf Instagram oder auf Facebook oder so mit, ja, ich blende euch das jetzt hier mal so ein, mit DIY mit Sibylle. Und ja, ich würde mich ganz sehr freuen, sehr freuen, wenn ihr das nachmacht und dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss!